Hallo Leute, das heutige Video ist wieder mal über das Thema Mobbing. Aber bevor ich damit anfangen werde, habt ihr eine kleine Ankündigung. Ab den 31.12., also nochmal, ab den 31.12. um 15 Uhr kommt mein Jahresrückblick online. Auf jeden Fall dabei sein bei dieses tolles Video. Weil dieses Video hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, habe daran teilweise bis zu 6 Stunden daran gearbeitet, bis in die Nacht hindurch, um das Video fertig zu bekommen. Auf jeden Fall, lasst euch überraschen, das Video kommt ab dem 31.12. online um Punkt 15 Uhr. So, auf jeden Fall so viel zu die Ankündigung, hoffentlich seid ihr dabei. So, auf jeden Fall, das heutige Video ist ja wieder mal über das Thema Mobbing. Ist ja ganz oft so, dass in Schule oder auch zum Beispiel in andere Betriebe Menschen gemobbt werden. Oder auch zum Beispiel, wir können ja mal über das Thema Cybermobbing reden, was mich schon sehr, sehr hart beschäftigen tut, ist halt eben das Thema Cybermobbing. Wie geht ihr denn mit das Thema Cybermobbing um? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Darüber will ich mit euch gerne nochmal ausführlich reden. Es ist halt so, die Leute, sag ich mal, verstecken sich hinter diese Anonymität und dann tun die im Netz, zum Beispiel im Internet, andere Leute grundlos beleidigen. Kennt ihr bestimmt einige beleidigende Wörter. Zum Beispiel ganz oft bei Facebook ist das so, wer ganz oft Leute beleidigt, die sogar nicht mal persönlich kenne. Und sowas wie das Thema Cybermobbing, sowas geht auf jeden Fall gar nicht. Und sowas wird mittlerweile sogar rechtlich, weil es auch strafrechtlich dagegen angegangen. Ist ja ein relatives neues Gesetz, was nicht so viele kennen. Und der zweite Grund ist halt eben, auch bei YouTube zum Beispiel gibt es ja auch einige Leute, die zum Beispiel unter einigen Videos schreiben, hey du dumme Huhn zum Beispiel, weil einmal eine Verniedlichung von diesen Wörtern hier, sonst wird das Video hier nicht monetarisiert, wenn ich hier anfange zu beleidigen. Auf jeden Fall, wie gesagt, sowas kommt auf jeden Fall auch bei YouTube vor, mit solche dumme Wörter und die verstecken sich besonders bei YouTube hinter die Anonymität, dass halt über diejenige nicht aufgefunden werden kann. Auf jeden Fall auch bei YouTube ist es so, Google hat dann eure IP-Adresse und wenn zum Beispiel die Polizei dagegen rechtlich gegen euch vorgeht, wenn zum Beispiel sowas häufiger auffallen tut, kann sowas auch, sag ich mal, ernsthafte Konsequenzen haben. Ist zwar natürlich nicht bei jedem so der Fall, aber wenn dann mal die Polizei auf so einen, sag ich mal, den Kicker bekommt, dann werde ich auf jeden Fall dann dich auf jeden Fall finden. Weil wenn du sowas häufiger machen tust, ohne die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dich finden kann. Egal ob das bei Facebook machst oder bei YouTube oder bei Instagram oder sonst wo. Man kann dich immer über die IP-Adresse finden und irgendwie dein Handy oder dein PC zur Verschlüsselung bringt dem Prinzip jetzt eigentlich gar nichts, außer du surfst jetzt vielleicht mit Darknet. Damit kann man das auf jeden Fall schon fast nicht mehr zurückverfolgen. Da habe ich dann einen kleinen Tipp gegeben, wie ich das eigentlich machen konnte, falls ich das eigentlich noch nicht wusste. Auf jeden Fall geht dies auf jeden Fall gar nicht, wenn man da andere Leute Mobbing tut. Dieses Video hier dient auf jeden Fall für euch für Aufklärung, dass man eben Cybermobbing ist einfach nicht okay. Und das normale Mobbing, was man in Schule oder in andere Netzwerke kennt, ist auf jeden Fall auch nicht in Ordnung. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Das wisst ihr, glaube ich, auch selber, dass dies auf jeden Fall nicht in Ordnung ist. Könnt gerne mal eure Meinung bzw. eure Geschichte mal in die Kommentare mal posten. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Könnt auch gerne schreiben, ob ihr jetzt privat gemobbt worden seid. Das heißt, sobald ihr in Schule, irgendwo auf die Straße, also überall, wo ihr euch außerhalb des Internet begibt. Oder zum Beispiel, ob ihr auch massive Cybermobbing-Halte hatte von Facebook oder YouTube oder sonst wo.
Ich zum Beispiel wurde früher auch, wie viele vielleicht schon wissen, bei YouTube gemobbt, weil irgendwelche Leute da, sag ich mal, irgendwelche Beleidigungen eintreibe oder sonstiges. Auf jeden Fall die Leute, die, sag ich mal, gemobbt werde. Auf jeden Fall, wenn das zum Beispiel bei YouTube passieren sollte, ist der beste Tipp für mich, derjenige zu ignorieren und blocke wie bei eigentlich jedem Netzwerk. Dann kann euch das sowas auch nicht vorkommen. Falls das häufiger vorkommt und ich habe dann nie Ruhe, auch wenn ihr derjenige geblockt habe, werde ich zweite Methode einfach so die Polizei zu gehen und da die ganze Maßnahme weiterzuleiten. So, hier möchte ich mich gerne verabschieden. Ist wie gesagt mein vorletztes Video von dieses Jahr. Nächstes Jahr 2018 geht auf jeden Fall richtig weiter. Und auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang gesagt, am der 31.12. um 15 Uhr kommt mein Jahresrückblick online. Wie gesagt, hat wirklich sehr viel Arbeit drin gesteckt. Könnt ihr es mal selber angucken, ob euch das gefällt. Auf jeden Fall, ihr seid ab der 31.12. um 15 Uhr auf jeden Fall mit dabei. Mich würde auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wie gesagt, kommt um 15 Uhr online. Werde ich auch bestimmt nachher nochmal in die Videobeschreibung schreiben, falls ihr das nochmal da genau nachlesen wollt. So, da sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!